Jo, Dead by Daylight. Und heute zu viert. Das wird heute mal wieder eine andere Nummer. Naja, oder auch nicht mit mir als Killer. Man muss sagen, du hast dich trotzdem gut geschlagen in deiner Runde. Also das muss man. Keine flotten Dreier mehr. Jetzt sind wir zu vier. Ja. Genau so ist es. Das wird definitiv anders werden. Ah, Yamaoka anwesend, okay. Was ist anwesend? Das Yamaoka anwesend. Oh, Ghostface. Gegen Ghostface, alles klar. Mal schauen. Und ich hoffe, dass heute auch deine Internetverbindung hält. Das wäre nämlich blöd, wenn man nicht hier, wenn man dann immer wieder neu starten. Ja, sollte eigentlich. Ja, wird schon werden irgendwie. Und dann kann ich hier dabei nämlich aufräumen mal. Erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Ja, dafür machen wir es ja, ne? Dafür probieren wir es ja hier aus, einfach schlichtweg. Ist ja kein Problem. Ach ja, entweder klappt oder klappt nicht. Ich bin da eigentlich recht entspannt. Richtig. Im schlimmsten Fall könnt ihr entkommen und ich stehe alleine da. Kann alles passieren. Oder du holst es einen nach dem anderen. Wenn der Markus nicht direkt wieder vor dem Killer in den Keller geht. Die Folge heißt bei mir übrigens auch ernsthaft, Markus. So. Also, Ghostface. Huh? Ach, die Map, ja, die habe ich schon mal gesehen. Ja, ja. Die habe ich letztes Mal als Michael gespielt. Die habe ich mir 30 Leute geholt. Sie ist manchmal ein bisschen verwirrend, ja. Ja, ich war hier mal als Killer unterwegs. Habe mich nämlich auch mal online ein bisschen als Killer versucht. Ja, ich hatte in der ersten Runde, wo ich dann wirklich auch nur, wo ich gar keinen gekriegt habe, da waren es bei mir Level 10er und 11er. Dann das Spiel auf 20er, 19er Niveau. Wer steht denn hier in der Gegend rum? Markus, ja. Hä? Alter! Ich stehe hier neben dir. Katharina! Ich lasse dich mal dran. Das ist aber irgendwie mies, diese ganze dunkle App und dann diese wie mit den dunklen Charakter da, Alter. Ja, ja. Das war. Ich habe extra als Überraschung habe ich mir hier einen Killer gekauft für euch. Stimmt, du hattest so die Standard-Killer. Ja. Stimmt, ja, ich habe alle, Gott sei Dank. Ich habe ja in meiner letzten Killerrunde mit der Krankenschwester und mit dem Boba gespielt. Aber unvergessen trotzdem Markus Asi-Runde mit dem Geist. Ja, ich hab mich immer so schockt, weil du das Ding einfach nicht hörst. Wenn du mit den richtigen Add-ons. Ich wusste es halt nicht. Schon wieder. Ernsthaft? Merkst du was? Die wollen mit uns nicht spielen. Die wollen alleine sein. Dann machen wir mal. Ja, da muss einer hin, ne? Ja, weil sonst. Gar nicht, weißt du, ne? Wenn sie mir hier direkt vor der Nase rumrennen. In diesem knallroten T-Shirt, was überhaupt nicht unauffällig ist. Ja, natürlich nicht. Markus, geh mal Generatoren machen. Ich sag ja, die macht das mit allen. Das sind meistens immer ganz die gefährlichen. Die. Markus, geh sie mal holen bitte, ich hab ihn hinter mir. Das sind immer die Gefährlichen, die meinen, ja, ich kann das ja nicht und so. Und halt euch mal bitte da, sonst fliegt sie gleich wieder. Ja, sie hat abgelassen, ich glaube, sie kommt zurück.
Eigentlich müssten wir tatsächlich noch einen holen als Killer gegen. Boah, Alter, ernsthaft. Die Arme. Die hat aber auch gar keinen Bock auf uns, Markus. Hast du merkt, meinst du es? Da weißt du, die Worte rennt mir hier ständig, ne, ständig vor die Flinte. Weißt du, wir haben 5 Minuten gespielt und es ist schon die erste tot. Tut mir leid. Vor allen Dingen hat sie 3-mal gehangen hintereinander. Die fragt sich ja gar nicht, ey. Ist das irgendwie an hier, ich muss irgendwo. Ja, auf der dunklen Map ist ja echt fies. Sie hat mich nicht gesehen. Die Map, ne? Sie hat mich nicht gesehen. Das kann gut sein. Ich hab dich angeguckt gerade. Ich stand eigentlich direkt vor dir. Echt? Ja. Ich stand quasi rechts vor dir direkt. Deswegen habe ich gesehen. Deswegen habe ich dieses Oh. Ich habe nur gedacht, du hast mich gesehen. Aber du hast mich tatsächlich nicht gesehen. Ja, es ist schwierig halt. Ich habe die Map selber als Killer gespielt. Es gibt viele hohe Sträucher und alles drum und dran. Mir saßen hier irgendwelche Necken. Und ich habe teilweise nur den Zufall gesehen, weil ich gegengelaufen bin. Ich weiß gar nicht, wo man die aussucht. Was denn? Achso, die Map, die ist Zufall. Oder du nimmst eine Sache, die du verbrennst. Obwohl, du hast. Ich weiß nicht, einer von euch hat eine Opfergabe reingesetzt für die Map. Ja, ich. Ja, dann warst du das, ja. Die war per Opfergabe. Normalerweise kannst du die Maps auch per Opfergabe aussuchen. Wie er weggeht. Ich dachte gerade, ich hätte was gehört. Ja, ich hab's auch mitbekommen. Oh, da ist er doch. Herzhaft. Vor allem, dich kriegst du auch nicht mit. Du hast auch so ein leise Ding drin. Herzhaft, aber. Aua. Wobei das, was ich gerade gemacht habe, auch relativ unfreundlich gegenüber dem Killer ist. Das war das, wo ich mich in meiner Killer-Runde letztes Mal aufgeregt hatte. Da war nämlich auch so einer, der die ganze Zeit so eine Aktion brachte. Nicht, dass die mir alle 4 entkommen sind, das war nicht das Schlimme. Sondern wirklich diese Aktion. Ich glaube, ich mach sie sauer. Ach nö, alles gut. Ja, alles gut, das ist ja letztendlich. Kannst du mal weg von mir? Nee. Das ist schlimmer als Fußpilz, ey. Ja. Ich hab gar keine Palette, ich weiß gar nicht, wo die. War doch Paletten, ich kenne die Map halt nicht. Ich hab's immer. Ja, ich merk das schon. Aua. Ich liege. So, ja, wunderbar Zeit. Nee. Vor allem, wir haben noch nicht mal einen Generator. Wir haben ich von den nächsten hängen. Kannst du dir sparen? Der ist aber auch nicht ohne, der Typ. Der Killer. Der Killer. Ja, der ist nicht ohne, der Killer. Das ist auch so ein extrem leiser Killer einfach. Markus? Hilfe? Ja. Ich hänge so in der Gegend rum. Ich fühle mich gerade unfähig, was zu machen. Hm? Freilich, ich glaube, sie. Ja, pass auf, sie geistert da rum. Natürlich. Die ist bei mir hier. Also direkt vor mir. Oh, das blöd ist, ich sehe ihn nicht. Ja, ich schon. Und ich sehe auch dich. Ja, das ist mir schon klar. Daneben. Hau ab mit deiner Deckenlampe. Zweite Phase. Ich glaube, das war's tatsächlich. Wenn jetzt nichts. Klatsch! Wie er sich opfert einfach. Ich bin doch meistens das Opfer. Ja. Wir kriegen es hier gerade ziemlich auf die Socken. Also mit so strahlenden Schönheiten komme ich nicht so klar. Aber Sabrina, ich habe mal so eine Frage an dich. Ja, bitte. Warum hast du eine Maske auf? Ja. Hä?
Inkognito. Mit Maske sehe ich nicht ganz so schlimm aus als ohne. Du kennst den Dialog nicht? Das ist einer der bekanntesten Dialoge. Er hat noch nicht gefragt, warum das Stroh da liegt. Was hätte sie ja fragen müssen? So ganz ehrlich, ich kenne die Filme nicht. Ich kenne den, ich kenne den Film auch nicht, ich kenne auch nur den Dialog. Eigentlich fragt der Typ, warum da Stroh liegt. Sie fragt ja, warum der Maske auf hat. Ja, also, ne? Ernsthaft? Ich dachte, du hast mich nicht gesehen. Hier, komm runter da. Geh weg. Ja, ich bin eh tot. Markus, du musst es alleine richten. Ja, heute haben wir noch nicht mal einen Generator gemacht. Was heißt das jetzt, wenn das hier so blitzt? Hä? Also es hat jetzt hier quasi einmal so geblitzt bei mir. Keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht. Vor allem muss Markus jetzt wieder, muss es auf sich alleine richten. Guck, dass du zumindest die Luke noch irgendwo findest. Ist sie eigentlich immer am Sendeplatz? Nein. Die ist aber immer ebenartig, also die kann nicht im Keller irgendwo sein. Zumindest dass einer rauskommt. Ich sag ja, das sind meistens die gefährlichen. Die sind ganz so leise, ne? Vor allen Dingen ist sie auch extrem leise. Ich habe das nicht mitbekommen, eben, dass sie hinter mir stand. Ja, ich auch nicht, das muss ich ja ständig überrascht. Ich hab sie einfach nur mal mitgekriegt, dann muss ich immer diese Musik kommen, dann bring ich mich in den Schrank, dann krieg ich eine Karte schon um die Ecke. Aber ich hatte gehofft, dass sie an mir vorbeigeht, wenn ich, wo ich zu Markus unterwegs war, und aber irgendwie dann kam es, hat sie mich doch noch gesehen irgendwie. Weil sie eigentlich ursprünglich erst an mir vorbeigegangen ist. Ich finde den Markus nicht. Ich weiß, wo er ist, aber ich sag's nicht. Ich hab schon die Klappe gefunden. Die hast du gefunden schon? Ich hab sie gefunden, ja. Wenn Asi bist, machst du das Ding jetzt zu. Kann man das machen? Ja. Echt? Wusste ich nicht. Das wäre langweilig. Ja gut, du würdest für eine gewisse Zeit dem Survivor rauben, damit zu entkommen, ne? Es gibt leider auch viele Killer, wenn die sehen, dass der letzte Überlebende zum Beispiel da ist. Gerade bei so vielen Generatoren, weil er hat immer noch 4 Generatoren. Bleibt der Killer an der Luke stehen. Ja, das ist ja... Weil dann wieder geht er jetzt natürlich auf die Generatoren. Das wäre ja bescheuert. Das wäre schwachsinnig, meiner Meinung nach. Das würde halt ewig lange dauern. Gut, es gibt eine Chance, wo er schaffen kann als Überlebender. Er geht nämlich dran, lässt sich einmal schlagen. Weil der Killer hat einen Cooldown. Eine gewisse Zeit. Also er kann nicht direkt zwei miteinander schlagen, sondern er hat eine gewisse Zeit. Achso, in der Zeit kann er dann... Und der Zweite kann er dann in die Luke hüpfen, ja. Da unten kann sie nicht sein. Ja, aber ich kann sie auch schwer finden, wenn ihr die ganze Zeit redet und ich nicht höre, wo sie ist. Ich höre mit drauf. Stehst du irgendwo die ganze Zeit im Schrank oder was? Da hab ich dich. Mist. Boah. Ja, super, also nicht ja. Ach, Mensch. Respekt.
vor allem waren wir gerade einfach chancenlos. Weißt du, was das Fiese an dem Killer ist? Was denn? Die Fähigkeit, die der hat. Ich habe mir noch nicht näher angeguckt. Was ist denn das für eine Fähigkeit? Dieser Killer hat einen Tarnmodus. Sprich, ich kann mich anschleichen, ohne dass ihr den Herzschlag hört. Das ist genau jetzt, wenn was passiert, ja. Respekt. Muss man auch erstmal so. Ghostface. Bei Ghostface muss ich immer an Scary Movie denken. What's up? Der Rap war der Beste. Ja. Immer Slash und Dash. Ich hab die alle gar nicht, gesehen. Was? Das ist vom ersten. Erstes Scary Movie ist der. Helft mir! Nein, nein, wartet! Ich werde gerade so high wie noch nie! Das Gesicht halt. Dürfte Schließschränke 50% schneller, wow. Also Respekt, da muss auf jeden Fall sagen. Also man muss es erstmal so. Ja, so hinkriegen, ja. Vor allem, wenn sie das zweite Mal erst Killer spielt. Naja, mal gucken, wie die zweite Runde geht. Noch kürzer. Aber vorhin war so lustig, wo du gehangen hast. Ich hab sie verfolgt. Ich hab dich die ganze Zeit sehen können, wo du warst. Ich musste mir so das Lachen verkneifen. Sie lief so ganz langsam vor mir lang und nicht so. Ja, aber die Map ist halt. Die Map ist halt schwierig als Killer. Das muss ich so zugeben. Ich habe auch Schwierigkeiten gehabt, die Überlebenden zu sehen. Vor allem, wenn die dann in dem hohen Busch irgendwo an der Ecke kleben. Und dann ist es nicht einfach. So, was haben wir denn da mal? Gucken wir mal in der Opfergabe rein. Ich will mal eine andere Map oder so. Irgendwo mit der Map. Ich weiß keine Ahnung, ich kenne die nicht. Wir müssen es jetzt besser machen in der zweiten Runde. Ja, mal gucken. Wer ist eigentlich danach dran? Ich. Ja, danach bist du wieder dran, Markus, und dann müsste Yvonne dran sein. So war zumindest immer die Reihenfolge. Aber mir ist es egal, meinetwegen kann auch einer von euch anderen spielen. Wenn da irgendwie unbedingt mal ausprobieren möchte, nochmal. Das in 3D wäre bestimmt, in VR wäre bestimmt auch witzig. Ja. Ja, geht aber schwer als Überlebender. Das geht schon. Dann müsste er als Überlebender auch Ego-Perspektive haben. Wo sind wir jetzt? Habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen. Müsste Krotos Brennen sein. Also die Irrenanstalt.
Die alte. Ja, Killer, ist es auch. Da hieß ich auch Kroto sprengen. Ich weiß noch nicht, von welchem Killer das war. Das war mal ein Fluch. Ich höre was mit Herzschlag, ich weiß noch nicht, dann ist es kein Michael. Nee, den habe ich nicht, das kann ich dir schon verraten. Das muss ja, wenn du Ghostface, ich weiß nicht, ob du mehr gekauft hast, aber wenn es nicht Ghostface ist, dann hast du wahrscheinlich wieder einen Standardkiller. Ja, ich habe den falschen, ich hab mir zwei Killer geholt. Okay. Aber ich hab den falschen gewählt. Ich habe mich vertan, ich dachte, das wäre das. Ich kann ja leider nicht, noch habe ich keinen Hinweis drauf, was es ist. Wo seid ihr denn? Das ist ja unglaublich. Irgendwo hier auf dieser Map. Naja, das ist mir schon klar. Ach, die Sumpfhexe. Ja, jetzt war ja dann den gleichen Killer, wäre auch blöd. Ja, ja, nur klar. Ich wechsle ja auch immer meine Killer durch. Ist ja auch langweilig mit zweimal gleich. Aber wie gesagt, das ist letztendlich deine Entscheidung. Mist. Ich kenne Leute auch, die können die Hexe extremst gut. Aber ich weiß schon, was ich als erstes spiele. Mann. Hi. Oh Gott, was stöhnst du denn da so rum, sag mal? Ich bin geil. Warum soll ich wohl rumstöhnen? Ja, deine pure Anwesenheit. Nur ganz lieb. Ja. Ich stehe auf ledrige Haut. Dachte ich mir. Ernsthaft? Markus, halt mal gerade mal kurz durch. Vor allem, die hat den zweiten Fluch. Naja, jetzt nicht mehr. Respekt, zwei Flüche. Stimmt, Ruin oder so. Geh weg. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ruin ist wegen den Generatoren. Die Skillchecks sind. Aber den hat sie nicht gehabt, glaube ich. Oder nicht alle. Aber ich habe zwei deiner Flüche habe ich rausgenommen. Weil ich und Killer erlebt habe, die mit vier Flüchen spielen. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, was Flüche sind. Und dann, ich habe ja zwei leuchtende Totems kaputt gemacht. Ich glaube eher, sie meint, was denn für ein Gegenstand sie mitgenommen hat, das ein Flug sein könnte. Es ist ein Perk. Ja, ich weiß gar nicht, was. Es ist ein Perk. Lass mich runter, du berühmte Hexe. Was ist mal nur mal so theoretisch? Was wäre denn jetzt, wenn ich jetzt mal draufschlage? Nimmt das nochmal dann an Energie ab, an Lebensenergie oder? Nein, gar nichts. Es passiert nichts. Es macht einen Killer. Ich mache jetzt tatsächlich auch oft das mal als Killer, nach dem Motto zu zeigen, jawohl, ich habe dich gekriegt. Okay. Also dann spiele ich, ich schlag auch nochmal drauf, aber es bringt tatsächlich nichts. Okay. Markus, kümmere dich bitte um die Heilung. Ich mach das hier. Wäre ja schwachsinnig, wenn das noch Lebensenergie abziehen würde. Weil dann würdest du als Killer nur draufschlagen.
Geh mal runter mit den Händen in die Hocke, falls sie eine Falle legen hat. Oh. Scheiße, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich auch nicht. Verdammt. Leck mich doch. Nee, heute nicht. Nicht? Bist du denn, du Sack? Ich hab mich gefasst hier. Sack verloren, ne? Ja. Kenn ich. Aber vor allen Dingen haben wir mal einen Generator gemacht. Das haben wir in der ersten Runde nicht geschafft. Dann kam die komische Frau an. Gehst du mal weg? Wo bist du? Leck mich doch! Ich war tick zu langsam! Das war meine eigene Schuld. Ich wollte in dem Moment schon auf die Palette ziehen. Na komm! Ach, vergiss das, du hängst mich nicht auf dem Hügel! Nein! Ich hab fast voll! Ich wäre fast weg gewesen! Du kannst aber auch mit der Hexe Fallen legen, ne? Ja. Und dich dann teleporten, bei der, über einer gewissen Distanz. Okay. Hast du einen dritten Fluch drin oder sehe ich das gerade von hier falsch? Alles nicht. Weil zwei hast du auf jeden Fall. Ich glaube, der ist Totem. Das dritte Totem, was da hinten ist, müsste auch leuchten, wenn ich es richtig sehe. Woran erkenne ich denn, ob das was Flüche sind und was nicht? Das sind leuchtende Totems, da ist eine kleine Flamme drin. Nee, ich meine, wenn ich da irgendwas auswähle. Da steht dran. Da steht Fluch davor. Ah, okay. Da habe ich jetzt. Ich habe auch das hört sich mal gut an, nehme ich mal. Was hast du drin gehabt? Ruin und? Frag mich nicht. Ich kann mir das irgendwie nicht merken. Na, ich meine, es ist ein dritter Fluch. Ich glaube, das sieht ziemlich leuchtend aus von hier hinten. Aber das kann mich auch vergucken. Ja, es ist sehr beliebt. Ja, ich habe das mal so getestet mit der Fall, aber ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Ja, wie gesagt, die sind wirkungslos jetzt, deine Flüche. Die zwei. Weil das ist ganz wichtig, die Totems kaputt zu machen. Nee, wegen dieser Falle. Weil du sagst, ich kann die Falle legen. Ach so, das kann ich tatsächlich auch nicht. Hat gut gewirkt, sag ich nur. Ja, ich meine, da du geschrien hast. Ja, ich glaube, ich bin tot. Kommt in der nächsten Runde. Ich darf jetzt nicht abrutschen von dem Knopf, sonst bin ich weg. Oh, du Bruder! Hallo! Die macht das halt. Ich bin auch noch nicht weg, ich will noch Kaffee mit dir trinken. Bleib doch stehen. Mein Kaffee ist leer. Ja, das war's. Adios, bye bye, schöne Welt. Weißt du? Einfach mal Kaffee trinken, wir hauen die alle ab, was sollen wir? Ja. Vor allem, du hängst es ja immer auf. Man kommt ja gar nicht dazu. Boah. Ich hab's geahnt. Vor allem ist es relativ neu, dass man die Perks, glaube ich, des Killers nicht sieht. Warte mal, oder ich kriege die Steine gesehen. Nee, krieg ich nicht. Früher konntest du nämlich die verraten noch, die Perks. Mal gucken, ob ich recht hatte, dass das noch so zwei oder drei. Schon wieder nur der Markus über hier, ne? Ja, vor dem Markus ist verletzt. Spielen ist auf jeden Fall schon mal sehr lustig, wenn nicht alles so ruckelt die ganze Zeit. Die letzte Mal. Ja. War flüssig jetzt, oder was? Ja. Das ist gut. Ja, beim letzten Mal, da bin ich ja irgendwie gefühlt irgendwie, habe ich immer 10 Meter Sprünge gemacht. Ja. Dann habe ich euch gesehen und bin da losgelaufen und stand dann plötzlich hinter euch und es war nichts. Du hast ja das Problem, manchmal, wenn du gegen Japaner oder so spielst. Die haben das regelmäßig von den Hohen mit diesen hohen Pings.
Deswegen gehen wir auch meistens bei zu hohen Pings raus. Die sind so um die 100, 120 ist okay. Alles drüber macht keinen Spaß. Wenn du so 300 oder 400er Ping hast, ist es für einen Überlebenden unspielbar. Ja, die Luke kann übrigens auch im Haus sein, ne? Im Gebäude sein. Hättest du mal nicht so gestöhnt, hätte ich dich nicht gesehen. Ja, guter Killer hört nämlich auch die Umgebungsgeräusche. Zwei miteinander, alle drei. Respekt. Das eigentlich als eine, Anführungszeichen, blutige Anfängerin. Muss man erstmal... Eigentlich ist es so. Ja, aber wie gesagt, so lernt man's. Dann mal diese zweite Fans-Runden machen. Wir können ja immer mal wirklich auch in die offenen Lobbys gehen oder so. Müssen wir mal gucken. Nächstes Mal oder so. Aber da weißt du halt, gut, bei vier Überlebenden geht's, weil du dann nur einen Killer suchst. Wir sind letztes Mal zu dritt gesucht. Da suchst du teilweise ewig. Hm. Weil du dann einen Überlebenden und einen Killer suchen musst. Bei vier Leuten geht's eigentlich. Mhm. Und da kann man sich auch gut absprechen zu viert. Das ist deutlich einfacher, ja. Ja, ich kenne jetzt auch, muss man sagen, ich kenne jetzt auch keinen. Bei mir aus dem Freundeskreis, der das Spiel spielt, wo ich sagen könnte, hör mal, hier, na gut, komm mal mit dazu, weißt du? Jetzt hast du uns. Nee, ich meine, dass man jetzt fünf spielen könnte, weißt du? Da ist, glaube ich, irgendwer rausgeflogen. Markus, du bist rausgeflogen. Wenn ich das richtig sehe. Ja, musst du mich nochmal einladen. Ja, mache ich jetzt. So. Und dann gehen wir dann in meine Killerrunde. Und nicht mit diesem Killer, sondern mit einem anderen. Aber das sehen wir dann.